Kolleginnen und Kollegen, vor einiger Zeit erhielten wir eine Anfrage aus einem pathologischen Institut. Dort wurden Hautproben eines Patienten untersucht, der seit vielen Monaten unter einer hartnäckigen Pilzinfektion im Gesäß- und Leistenbereich litt. Die Kollegen hatten in einer Stanzbiopsie aus der linken Glutealregion in der PAS-Färbung im Stratum corneum Pilzhyphen gesehen. An uns kam nun folgende Anfrage. Wie nun weiter? Können wir aus diesem bestehenden histologischen Präparat jetzt noch den Pilzerreger identifizieren? Und anhand dieser Fragestellung zeigt sich schon die Grenze der Histologie. In der Histologie ist es lediglich möglich, Pilze festzustellen, Pilzelemente unter dem Mikroskop zu sehen. Man kann aber keinen Rückschluss auf den genauen Erreger ziehen. Zu diesem Zweck erhielten wir nun von diesem pathologischen Institut den Paraffinblock mit den Proben des Patienten. Wir haben dann letztlich mit der Euroimmun-PCR, also mit einer molekularen Methode aus diesem histologischen Präparat, den Erreger nachweisen können. Und es handelte sich hierbei um den Trichophyton rubrum, den sogenannten roten Pilz. Und damit haben wir natürlich den speziellen Erreger, die Ursache für die bestehende Hautpilzerkrankung des Patienten, nachweisen können. Da wir den Patienten nun auch noch weiter behandeln sollten, sahen wir denjenigen auch noch leibhaftig. Es stellte sich heraus, dass der Patient unter einem ausgeprägten Trichophyton-Rubrum-Syndrom litt, mit großflächigen Erythemen im Gesäß- und Leistenbereich, aber auch am Rumpf und an den Beinen. In diesem Fall ist es uns also gelungen, über das histologische Präparat im Paraffinblock mittels der PCR den speziellen Erreger nachzuweisen und damit die Grundlage für eine zielgerichtete und erfolgreiche Therapie zu legen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Exkurs in die Diagnostik ein wenig in Ihrem Alltag helfen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen gutes Gelingen.